Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend an diesem Donnerstag und hoffe, ihr seid alle gut drauf, habt einen schönen Tag gehabt. Und wir werden uns heute ein bisschen was anschauen zum Thema Mann über Bord oder Mensch über Bord, wie es ja mittlerweile heißt, oder Person über Bord, wenn wir es ja gendermäßig richtig machen heute. Und ich muss mich gleich am Anfang entschuldigen, ich habe heute angekündigt auf Facebook, dass es um Rettungsinseln geht. Das Webinar hatten wir natürlich schon und mache ich natürlich gerne nochmal. Aber da wäre es interessant, wer eine Rettungsinsel sucht. Es gibt eine Aufzeichnung des letzten Webinars zum Thema Rettungsinsel. Weil heute wollen wir uns eigentlich über Mann über Bord und so war es auch lange angekündigt, in allen Newslettern drinnen informieren. Ich glaube auch ein spannendes Thema ist alle, die jetzt denken, sie sind falsch. Nein, seid ihr nicht. Ist natürlich trotzdem spannend. Und meine Frage gleich mal an euch, ob das mit dem Ton und mit dem Bild halbwegs passt. Ihr habt ja ein wunderschönes Chatfenster in eurem YouTube-Livestream. Vielleicht könnt ihr mal ganz kurz posten, ob das passt. Gesagt, frisiert habe ich mich nicht mehr, aber ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Und na, bitte ganz kurz schreiben, ob das gesagt, funktioniert, weil dann können wir auch in Kürze loslegen mit dem Thema Mensch über Bord. Und wie man Person, wenn sie über Bord gegangen ist, am besten auch wieder rauskriegen aus dem Wasser. Also ganz kurz posten bitte. Wäre ganz interessant und ich werde ganz kurz noch einen kleinen Gadget vorbereiten für später. So, oder? Genau, super. Danke Edgar für das liebe Feedback. Wolfgang auch wieder dabei. Super. Sind wieder international vertreten an diesem wunderschönen Abend, der bei uns wieder recht frisch ist, habe ich erst festgestellt. Aber genau. So, es geht um das Thema Mensch über Bord und ja, ich weiß nicht, ob es euch schon mal passiert ist. Habt ihr schon mal jemanden verloren? Wenn ja, dann wäre es ein guter Zeitpunkt, da vielleicht ganz kurz eure Geschichte da reinzuschreiben, nur in ganz kurzen Schlagworten. Mir selber ist es auch schon passiert, wir haben auch schon Personen verloren, vor allem bei Regatta-Einsätzen ist das, kommt das leider immer wieder vor. Also einmal auf der Platoo 25 ist unser Bugmann über Bord gegangen, den hast du dann so gegen einen Kiel, oder er ist vom Kiel dann erfasst worden, ist irgendwie hinter dem Ruderplatten wieder aufgetaucht mit Schmerzen im Knie, weil das, genau, das Knie hat, oder wurde vom Kiel getroffen, das war nicht ganz so optimal. Ja, und dann haben wir eine Situation gehabt, die war auch nicht ganz ohne. Das war in der Bucht vor Triest. Und da war Bora, haben wir trainiert mit einer großen First 47-7 mit Spinnaker, volle Kanne, das haben wir da runtergebraust. Und dann hat ein Bugmann den anderen so eingeschult, weil wir so für die Nacht und so weiter da immer wieder auch Wechsel trainieren. Und der eine ging dann zurück und in dem Moment kommt eine Welle von der Seite und hat die First 47-7 so ein bisschen versetzt. Und ja, der Steuermann hat das nicht mehr ganz ausgleichen können. Es ist dann der Baum von einer auf die andere Seite gekommen. Und dann war es tatsächlich so, dass der ja, eh geistesgegenwärtig gesprungen ist, nämlich ins Wasser gesprungen ist, weil sonst hätte es ihn voll erwischt vom Baum. Dann natürlich gleich Riesenschreierei, Mann über Bord, also eh alles gemacht, was zu tun ist. Und dann war Christian, ich war als Taktiker unterwegs oder als Trainer unterwegs und Christian beobachten und ich habe dann mit der Hand hingezeigt und die haben dann versucht, den Spinnaker irgendwie zu bergen, haben den Spinnaker runtergekriegt, haben dann umgedreht, nachdem alle Leinen irgendwie am Skifahren. Und dann, ja, Christian, wo ist er? Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe ihn nicht mehr gesehen. Also ich habe, glaube ich, generell gesehen, 40 Sekunden, 50 Sekunden, dann war der weg. Ja. In der kurzen, steilen Welle bei Bora, selbst in der Bucht von Triest, haben wir da, ja, sind es 40 Zentimeter Wellenhöhe oder 50, also nicht besonders viel. Aber durch diese Gischt und das fliegende Wasser habe ich den fast, also echt nicht lang gesehen. Ja. Und hätte ich nicht eine Peilung gehabt, nämlich unseren wunderschönen Leuchtturm Faro, dann hätte das Ganze ziemlich tragisch ausgehen können. Wir sind nämlich auch sehr kalt. Das war Ende März. Das Wasser super kalt. Und wir waren zwar schon irgendwie normal ausgerüstet, aber nicht für mit Trockenanzügen und Neopren. Und ja, wir sind dann am Anfang unsere Schaumspur nachgefahren. Ich habe gesagt, wir müssen irgendwie Richtung Faro fahren und halt genau schauen. Und dann war er tatsächlich so 30 Meter rechts von uns. Wir sind dann hingefahren, haben ihn an Bord geholt, eh alles okay und war halt durchnässt und ein bisschen frisch war ihm. Ja, aber
gesagt, ohne Peilung, ich hätte auch nicht sagen können, wie weit er weg ist. Man verliert komplett das Gefühl für Distanzen draußen am Wasser. Also es ist echt schwierig. Auch die Sekundenzählerei hätte nichts geholfen, wir sind doch mit 9, 10, 11 Knoten, zum Teil 12 Knoten darunter gesurft. Also es war echt eine Katastrophe in Wahrheit. Ja, wie haben wir die Personen reingekriegt? Ganz einfach über die Badeplattform und wie gesagt, was es da für Möglichkeiten gibt, das werden wir uns in der nächsten Stunde ein bisschen anschauen. Wie gesagt, gerne euer Chatfenster nutzen. Servus Robert, wir sind gerade eingestiegen, ins Thema Person über Bord und wie man jemanden, der ins Wasser fällt, auch wieder an Bord kriegt. Ja, ich selber bin der Christian Kagel für die, die mich noch nicht kennen. Segel schon seit ich ein kleines Kind bin. Ja, komme eigentlich aus der Regatta-Ecke des Segelsports, bin viel Laser gesegelt, dann als Student in Kielboote eingestiegen. Im Fortenau in Australien gewesen, Olympiakampagne gestartet mit der Silvia Vogel und dann eher Richtung Offshore und 2005 dann über den Atlantik gefahren im Mini. Dann viele Regatten gefahren auf größeren Schiffen, Dickschiffen bis hin 62 und so weiter. Ja, und bin jetzt wieder aktuell als Minisegler unterwegs. Das heißt, ich fahre nächstes heuer im September wieder über den Atlantik einhand mit einem kleinen Boot. Und auch da ist natürlich das Thema Sicherheit ein ganz, ganz wichtiges. Und ich hoffe, dass ich euch heute ein paar Tipps und Tricks geben kann, wie ihr das erstens vermeidet und zweitens dann auch wieder jemanden an Bord zurückbekommt und welches System es da gibt. Genau. So, ich würde vorschlagen, wir schauen mal ganz kurz in eine Präsentation hinein. Ich werde euch das kurz da freischalten und werde mich so ein bisschen klein machen da unten in der Ecke. Ja, wie gesagt, Mensch über Bord heißt es mittlerweile oder Person overboard in Englisch. Und es geht da natürlich immer um die Suche, um die Manöver, um erste Hilfe und die Bergung und so weiter. Und wir schnuppern einfach mal kurz rein und ich glaube, das ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Wenn man unterwegs ist, ist irgendeine Mann-über-Bord-Situation. Das ist ganz egal, wie oft man das übt und ob man es übt oder ja, wie viele tausend Meilen man schon hinter sich hat. Das ist immer eine komplette Ausnahmesituation. Ja. Und wenn du zu 8 wegsegelst beim Urlaubsturn und nur zu 7 zurückkommst, das wirst du wahrscheinlich als Skipper dein Leben lang nie verzeihen. Ja. Weil es dann ganz viele Fragen gibt, was hätte man tun können? Oder wo war der Fehler? Was hätte man schneller reagieren müssen? Hätte man früher Hilfe holen sollen? War man schlecht ausgerüstet? Also es gibt so viele Faktoren und ich glaube, dass man da das ganze Leben lang nicht mehr richtig rauskommt. Außer es ist halt ja, aus Dummheit passiert, würde ich mal sagen. Genau. Ja, und das Tragische ist, dass einfach ein Kopf, der da im Wasser schwimmt, mit dem dazugehörigen Körper, der unter Wasser ist, einfach nicht sehr groß ist. Und die Person, die er da sitzt, die ist vielleicht ja, 50 Meter weg, 70 Meter weg, 80 Meter weg, aber ihr seht, wie klein der Punkt auch da schon ist. Ist zwar eine wunderschöne leuchtgelbe Farbe, aber wenn dann die Welle da bricht, dann ist die schnell mal verschwunden. Und wenn die Welle kurz und steil ist, wie im Golfe de Lion, wo die Franzosen sehr gerne segeln, oder bei Bora in Kroatien, das sind einfach Situationen, da hat man wenig Chance, den Kopf da lang zu sehen. Ja. Und der Irrglaube ist immer, dass man da so wunderschöne Manöver fahren kann und das alles entspannt abläuft. Es ist die volle Ausnahmesituation. Ja. Und das Erste, was ich euch da mitgeben möchte am Weg, ist, bitte übt das immer wieder. Ja. Auch auf Urlaubsturns, auch wenn ihr mit Freunden segelt. Es interessiert ja sowieso irgendwie alle ein bisschen, ja, so ein Gefühl zu kriegen, was passiert denn da, wie fährt man da die Manöver, was gibt es da für Möglichkeiten. Aber die Übung ist sicher ein Schlüssel, dass man das vernünftig dann auch wieder hinkriegt. Ja. Und selbst bei unserem letzten Auftritt beim Caribbean 600 Rennen in der Karibik musst du einen Fragebogen ausfüllen. Nach diesen Offshore Regulations wird da abgefragt. Und da wird auch gefragt, wann du das letzte Mal mit deiner Crew, mit der du da segelst, ein Man-über-Bord-Manöver gemacht hast. Ja, was denn, du schummelst irgendwie hin und sagst, ja, letztes Jahr im September, ja, was das stimmt dort in Wahrheit bei uns, aber und dann sagen sie, okay, das ist zu lange, bitte rausfahren und üben. Ja. Und die wollen dann tatsächlich von dir Man-über-Bord-Manöver jetzt nicht physisch sehen, aber sie wollen, dass du rausfährst und das draußen auch tatsächlich übst. Und jede Crew ist ein bisschen anders, jede Crew reagiert ein bisschen anders, aber es ist, glaube ich, schon sehr wichtig, das immer wieder zu machen. Ja? Es ist, wie gesagt, jedes Boot reagiert langsamer, schneller, lässt sich beidrehen oder lässt sich auch nicht beidrehen, zum Beispiel. Aber das ist sicher ein Schlüssel,
um Personen schnell wieder zu finden. Ja. Und ja, das Ganze macht man natürlich bei Tag, bei ja, ruhigem Wetter in der Bucht drinnen, wo der Wind zwar pfeift, aber die Welle nicht sehr hoch ist, damit man den Fender, den man da versenkt, da wieder irgendwie findet und nicht zahlen muss nachher an die Charterfirma. Ja, und dann tragisch wird es halt, wenn das Wasser kalt ist, es ist Nacht, es passiert was, es heult der Wind, die Crew ist vielleicht klein oder erschöpft oder die Hälfte ist durch Seekrankheit irgendwie ausgefallen. Das sind halt dann schon so Situationen, ja, wo dann so das eine das andere ergibt und so nach Murphy's Law gehen dann einfach immer wieder Sachen schief. Ja, da geht einfach laufend irgendwas in die Binsen, wie man so schön sagen. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass wir drauf schauen müssen als Skipper, und ihr seid ja alle erfahrene Segler, dass Mann über Bord einfach nicht passiert. Ja? Mann über Bord darf einfach nicht passieren. Servus Bettina, schön, dass du auch bei uns bist. Wir sind gerade eingestiegen in das Thema und haben gerade eine Geschichte gehört und jetzt sind wir dabei, dass einfach das Vorbeugen von Mensch über Bord einfach ganz, ganz enorm wichtig ist. Ja, und was gibt es da? Was hilft mir, das Ganze oder eine solche Situation vorzubeugen? Ganz klar, gute Ausrüstung, ja, auf der Yacht. Und die wichtigste Ausrüstung neben unserer Schwimmweste ist natürlich eine Lifeline. Ja, eine Lifeline ist eine Sicherheitsleine, die mein Gurtzeug oder idealerweise das Gurtzeug und die Schwimmweste an einem mit dem Schiff verbindet. Ja. Dazu gibt es eben wunderschöne so Bänder, die haben 2 Tonnen Bruchlast. Da haben wir zum Beispiel ein System mit 2 Karabinern und einer Schlaufe. Ja, die Schlaufe ist dazu da, dass man sie in die Mitte anhängt in der Schwimmweste und dann haben wir ein kurzes und ein langes, je nachdem, was wir damit machen wollen, ob wir im Bug arbeiten wollen oder vielleicht nur im Steuer stehen, nimmt man das eine oder andere. Und ja, der erste wichtige Punkt ist, bitte nehmt dabei gesicherte Karabiner. Ja, die lassen sie entriegeln und gehen erst dann auf. Lassen sich so nicht aufmachen. Bei den Ungesicherten kann es durchaus sein, wenn sich die verdrehen, dass du da dich selbst entriegelst. Ja? Also, das wäre mal der eine Punkt. Und wo hängen wir uns ein? Wir hängen uns ein in Strecktaue. Und Strecktaue, auch das sind ganz einfache Gurtbänder, würde ich empfehlen. Ja? Auch die haben 2 Tonnen Bruchlast. Das ist sogar fluoreszierend in der Nacht. Und dieses Gurtband liegt dann am Seitendeck, nämlich so, dass man vom Cockpit sich einhängen kann und bis zum Bug nach vorgehen kann, ohne sich irgendwie umzuhängen. Das wäre mal so die Idealvorstellung. Also bitte nicht an der Mittelklampe irgendwie festmachen, sondern tatsächlich durchgehend einfach über Rollelein drüber, dass man sich einfach, wenn man es also im Geiste durchgeht, ohne Umhängen da ganz nach vorne kommt. Ja? Es soll nicht durchhängen, aber auch nicht straff gespannt sein. Je straffer das Ganze spannst, desto mehr Last kommt drauf, wenn man da seitlich reinfällt. Und wie gesagt, 2 Tonnen Bruchlast ist da die Vorschrift. Und wie gesagt, warum nimmt man da gerne ein Gurtband? Aus einem ganz einfachen Grund, weil das Gurtband sich flach treten lässt und die rutscht oder rollt nicht irgendwie weg. Ja? Wenn ihr so ein, wie manche anbieten, so ein Stahlummantel, also ein plastikummanteltes Stahlseil nehmt, dann ist das super rutschig. Und wenn ihr eine Leine nehmt, was auch besser ist als nichts natürlich. Dann steigt sie mit den Schuhen drauf und dann rollt sie so wunderschön weg und dann kann sie sich so richtig auf die Pfeife hauen. Ja, also Gurtbands, das gibt es so fixfertig abgelenkt als Produkt zum Kaufen in 8 Metern, 10 Meter und 12 Meter Länge. Die haben dann 2 Schlaufen eingenäht. Eine Schlaufe hängt man vorne an der Klampe zum Beispiel ein und die zweite Schlaufe lässt man offen und dabei mit einem Dyneema-Webbing zum Beispiel irgendwie dann verlängern, damit es auf die Klampe passt. So machen wir das und dann kann man das Ganze auch wegnehmen. Und zum Beispiel als Charter-Skipper, sich zum Beispiel in die Skippertasche packen. Ja, das relativ leicht. Und wie gesagt, kann ich dann mitnehmen und für verschiedenste Boote verwenden. Also wer es sonst braucht, so für 38 bis 45 Fuß, dann nimmt sie so 10 Meter und das passt eigentlich in der Regel. Ja? Wichtig ist, macht so bitte keine Knoten rein, sondern maximal irgendwelche Klampenschläge, wenn es wirklich zu lang sein sollte. Weil, wenn man da Knoten macht, dann verliert sie entsprechend Bruchlast. Ja? Also, Strecktau, Lifelines, das ist was man über Bord auf jeden Fall gut vorbeugen kann. Was gibt es sonst noch an Möglichkeiten, sich einzuhängen? Es gibt Pad-Eyes. Pad-Eyes sind so kleine Bügelaugen, die manchmal so am Deck irgendwie am Boden festgeschraubt sind.
Auch da kann man sich gut einhängen. Und was natürlich auch wichtig ist, ist, dass man selbst, bevor man ins Cockpit geht, sich irgendwo einhängen kann. Auch das ist Vorschrift bei den Offshore Regulations. Das heißt, bevor du irgendwie raussteigst mit deinem Fuß, musst du dich schon irgendwo einhängen können. Deswegen gibt es eben oft beim Kajütausgang, ja, oder knapp dort, entweder Strecktal unten am Boden, ja, entlang des Cockpitbodens, oder es gibt da Pädei, wo ich mich mal provisorisch einhängen kann, um dann rauszusteigen. Ja. Ist ganz wichtig, wir wissen, oder es gibt ganz krasse Videos, wo man sieht, dass einer eben ja, gerade rauskommen will. Dann kommt eine Welle und spült ihn quasi gleich mal wieder hinten raus und der hat da gar keine Chance mehr, sich festzuhalten. Und deswegen braucht man irgendwelche Punkte. Ja, und als Erinnerung, ihr habt ja als Skipper Verantwortung für eure Crew, ja, nämlich wirklich Verantwortung für eure Crew. Wenn ihr da Blödsinn macht, dann kann es recht schnell einmal auch vor Seegericht gehen und dann wird es unangenehm, weil die suchen natürlich dann Fehler, genauso wie Versicherungen Fehler suchen. Und deswegen wäre es gut, dass man das auch mit den Crewmitgliedern einmal übt. Man sagt, hey, so schaut das aus, wenn eine Sicherheitseinweisung macht und da gehört natürlich auch dazu, zu lernen, wo man sich denn einhängt, gefahrlos. Ja? Und es ist nicht das laufende Gut, nicht das stehende Gut, es ist nicht die Seereling, wo man sich einhängt, auch nicht das Achterstag, wie es da sieht, bei diesem Schweizer Freund, mit dem ich damals gesegelt bin, ja, auch nicht der Traveller, sondern es sind wirklich diese Strecktaue, die da seitlich liegen, oder wie gesagt, entsprechende Pedeis, die dafür ausgelegt sind, dass sie 2 Tonnen Bruchlast auch aufnehmen können. Genau, ich sage, im Chat seid ihr ganz ruhig, könnt ihr jederzeit Fragen stellen, also da bitte nicht schüchtern sein und dann schauen wir weiter. Ja, bei Mann über Bord, Mensch über Bord, Person über Bord gibt es einen relativ ja, logischen Ablauf und den lernt ihr bei jedem Schein, bei jeder Ausbildung. Ihr könnt euch das ja auch nochmal nachlesen in euren Büchern, die ihr gekriegt habt bei der Ausbildung. Was ist das allererste, was man machen muss, wenn wer über Bord geht? Genau, sofort schreien, ja, sofort Alarm schlagen. Ihr könnt ja aufs Deck klopfen, also richtig fest draufklopfen aufs Deck, dass alle, die unten schlafen, irgendwie munter werden, wissen, hey, da ist jetzt irgendwas draußen, ach, sollte man schauen. Das wäre das allererste, also wirklich brüllen, dass da jemand über Bord gegangen ist. Das zweite, was wir machen, ist was? Sofort Rettungsmittel hinterherwerfen, ja. Und das Rettungsmittel der Wahl ist der Rettungsring mit einem Licht dran. Ja, das Licht und der Rettungsring sollte verbunden sein. Bitte keine Leine da dran nehmen. Das werden wir noch aufklären nachher. Da gibt es ein bisschen ein Missverständnis zum Teil, auch was die Vorschriften in Kroatien zum Beispiel betreffen. Da verwechselt man dann 2 Dinge. Aber gesagt, das wäre meine erste Hilfe. Das heißt, ich schmeiße den Rettungsring auch mit dem Licht. Idealerweise habe ich dann vielleicht noch so ein John-Boy-System oder eine Markierungsstange, die ich da hinten nachwerfen kann, um diese Position möglichst gut zu markieren. Was auch cool ist, in der Schweiz halt bei einem Sicherheitstraining, das wir da regelmäßig durchführen, einmal gehört, dass sie jemanden gefunden haben, indem sie so Knicklichter nachgeworfen haben. Und der Skipper hat damals jedem so ein Knicklicht mit eingesteckt am Anfang der Woche. Und dann war es tatsächlich so in der Nacht, dass einer über Bord ging und die haben dann diese Knicklichter rausgenommen, gebrochen und nachgeworfen. Und der da im Wasser war, hat das natürlich auch gesehen, weil die am Anfang sehr hell leuchten eigentlich und wirklich cool fluoreszieren. Und hat dann 2 in der Hand gehabt, hat dann gewunken und es war relativ leicht, den wiederzufinden, obwohl der Wind auch relativ stark war. Also auch eine super Idee. Also alles, was irgendwie die Position markiert, das kann theoretisch auch ein Fender sein oder was halt irgendwie es da ist, ins Wasser schmeißen, um diese Position zu markieren. Ganz, ganz wichtig. Ja, was man parallel dazu machen kann, ist natürlich am Kartenplotter, wenn er draußen montiert ist, gibt es ein sehr praktisches Feature, das nennt sich Mob-Taste. Da drücke ich drauf, 3 Sekunden, und dann speichert der Kartenplotter meine aktuelle Position. Das ist wichtig, es ist nicht die Position, wo das passiert ist, dass der reingefallen ist, sondern die aktuelle Position, wo ich jetzt gerade drücke. Ja? Unabhängig davon, ob es da jetzt viel Strom gibt oder wenig Strom gibt, das muss ich halt danach in meine Manöver ein bisschen mit einfließen lassen, dass man ja, das irgendwie auch berücksichtigt. Genau. So. Ja, was kann man noch machen, wenn jemand über Bord geht? Natürlich sofort jemanden bestimmen, der der Person nachschaut, ja, und auch wirklich hinzeigt. Das versucht es wirklich, dass die Person ja, mit der Hand
verfolgt wird, ja, weil es passiert schnell einmal, dass er sagt, hey, heute mal diese Foxshot oder Mark, kannst du mir kurz da schauen? Und dann ist man abgelenkt und wenn man dann keine Hand hat, wo man irgendwie hingepeilt hat, dann ist es noch schwieriger zurückzufinden und einen Punkt zu suchen, den wir zuerst kennen haben, der irgendwo da am großen, weiten Meer dann schon langsam verschwindet. Weil wenn man schnell unterwegs ist und wenn man vielleicht Vorwind fährt, dann nicht einfach genau umdrehen kann. Und genau, das wäre natürlich auch noch eine ganz praktische Geschichte. Was man noch machen kann, wenn es absehbar ist, dass die Suche länger dauert, dass das Wetter schlecht ist, das Wasser ist kalt, dann bitte scheut nicht davor, runterzugehen zum Funkgerät und diese rote Nottaste zu drücken. Ja. Was macht dieser Distress-Button? Wenn man einmal kurz drückt, dann erscheint auf diesem Display dieses Funkgeräts ein Menü. Ja, das Menü kann man dann abarbeiten und da steht drinnen, okay, Position bestätigen, Uhrzeit bestätigen, welche Art des Notfalls ist es denn. In dem Fall haben wir dann eine Mensch über Bord oder Person über Bord-Situation. Dann sagst du, okay, bestätigen. Dann fragt er dich nochmal, willst du den Notruf bestätigen? Sagst du ja, sind Sie sicher? Ja, und dann geht ein Designated Call los, ein definierter Notfall geht dann raus an alle Schiffe, die in meiner Funkreichweite sind. Und das kann relativ weit sein, das sind doch 15, 18, 20 Meilen vielleicht, die du da schaffst mit deinem Funkgerät, je nach Masthöhe. Und alle wissen, hey, da ist eine Mob-Situation irgendwo draußen an der Position. Ja, und auf allen Funkgeräten, die das empfangen, digital, geht natürlich auch ein Alarm los, ganz genau. Für die nicht so versierten Funker, genau, Porsche Freak hat geschrieben, Funkspruch absetzen, perfekt. Für die nicht so versierten Funker, ich kann jeden von euch runterschicken oder jeden von meiner Crew runterschicken und sagen, hey, drück einfach 5 Sekunden oder 10 Sekunden auf diesen roten Button drauf, bis der Alarm da losgeht. Ja, was dann passiert, ist was Ähnliches, nur es wird ein Notfall gesendet ohne detaillierte Beschreibung. Es ist ein sogenannter Undesignated Call, das ist ein undefinierter Notfall. Das heißt, das wissen alle, da ist was passiert. Aber sie wissen nicht genau, ob da jetzt ein Schiff brennt oder es ist eine Mob-Situation oder es ist ein sinktes Boot oder was auch immer. Aber der Alarm ist auf jeden Fall angegangen und die Schiffe sind alarmiert. Ja. Was vielleicht auch noch interessant ist als Anekdote im Hintergrund, ich hoffe, ich fadisiere euch da jetzt nicht. Die Polizei ist einmal in Spanien zum Schiff gekommen und hat gesagt, hey, wir würden gerne an Bord kommen. Dem sagt natürlich, ja, kein Problem. Und die sind runtergegangen, haben das Funkgerät ausgebaut und mitgenommen. Dann waren die irgendwie ganz verdattert und was ist da los? Die haben natürlich gecheckt oder die können checken, wann du diesen Cancel-Button drückst auf diesem Funkgerät oder diesen Acknowledge-Button drückst auf diesem Funkgerät. Das heißt, wenn der Alarm losgeht, bitte nicht einfach stillschalten und wow, das ist so laut und das piept so wild, sondern tatsächlich nachschauen, wo das ist. Wenn es weit weg ist, dann kann ich nicht viel machen, aber wenn es in der Nähe ist, dann würde ich mir auf jeden Fall mal melden über Funk, ob du irgendwie Hilfe leisten kannst oder an die Küstenwache diesen Funkspruch weitergeben, weil sonst kannst du zum Beispiel wegen unterlassener Hilfeleistung ja auch vor Seegericht kommen. Ja, also nicht spielen mit diesen Alarmen, sondern tatsächlich aktivieren. So, wenn man sich nicht mit den Funken auskennt, kann man natürlich auch 112 wählen. Ja, völlig richtig. Das Problem ist halt, wenn du 112 wählst, dann kommst du zu einer Polizeistation, ja, zum Beispiel in Zagreb, ja, und bis die dich dann weiterleiten nach Rijeka, zur Küstenwache, vergeht einfach wertvolle Zeit. Wenn du jetzt jemanden suchst, ja, und das Wasser ist kalt, dann geht's im Wald um jede Minute, ja. Da ist mir lieber, ich funke ein Schiff an, das 3 Meilen weg ist und vielleicht eine Fähre ist mit Suchscheinwerfern und entsprechender Ausrüstung. Als ich erwischt die Polizei in Zagreb, die dann vielleicht nicht gleich gut Englisch kann, einen Übersetzer braucht, das dann irgendwie weiter nach Rijeka, denen das klar macht. Also es ist, ja, ihr spart viel Zeit, wenn es das über die offiziellen Kanäle macht. Wichtig ist, wenn man Distress Call absetzt, dann sollte man nach einer gewissen Zeit auch auf Kanal 16 einfach diesen Notfall nochmal wirklich sprechen, ja, nicht nur digital schicken. Aber digital hilft natürlich allen, weil ja, schnell geht's und sofort die Position ohne Missverständnisse da weitergeleitet wird. Genau. So, jetzt kommen wir aber zu diesen spannenden Dingen, nämlich der Suche und der Bergung. Und da möchte ich jetzt mal eins aufklären. Und das ist die Sache mit diesem Rettungsring und dieser Leine. Und ja, da gibt es ein bisschen Missverständnisse.
Die Geschichte ist folgende: Ein Rettungsring mit einer Lampe drauf ist ein Erste-Hilfe-Mittel. Ich schmeiße das rein, damit der, der im Wasser ist, irgendwo festhalten kann, die Position markiert ist, ein Licht hat in der Nacht, sie, wenn er die Schwimmwesten nicht anhat, wie ich damals am Atlantik, sie irgendwie einhängen kann. Ja, und dadurch ja, sich ein bisschen sicherer fühlt und vor allem länger über Wasser bleibt, ohne da großartig schwimmen zu müssen. Ja. Das ist Erste Hilfe. Dazu gehört auch diese Markierungsstange und je besser ich die Position markiere, desto besser ist es. Ja. Was man wieder sieht, ist, dass an diesem Rettungsring eine Leine montiert ist. Ja, und zwar 30 Meter normalerweise, eine Schwimmleine. Manchmal sieht man diese Leine am Schiff angehängt, manchmal ist sie nur als Bund irgendwie aufgeschossen. Und wie gesagt, da gibt es was, das möchte ich heute und hiermit ein bisschen, ja, ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Wenn dieser Rettungsring angebunden ist am Schiff, ja, dann ist es so, dass ich den reinschmeiß, ja, und dann, wenn ich normal fahre mit dem Schiff mit 6 Knoten, dann wird diese Leine immer länger und irgendwann einmal fängt der Rettungsring dann hinter dem Boot her zu schwimmen. Fängt der Rettungsring zu, wird vom Boot nachgezogen. So. Nicht ganz deutsch. So, ich fahre jetzt 6 Knoten Geschwindigkeit. Ja, es fällt jemand ins Wasser. Ich wirf ein paar Sekunden später den Rettungsring, weil ich da aus der Haltung nehmen muss. So, der landet im Wasser und die Leine fängt sich an zu spannen. Wenn ich 6 Knoten segel, sind das 3 Meter pro Sekunde. Ja, das heißt, in 10 Sekunden sind diese 30 Meter aufgebraucht. Und was dann passiert ist, dass der Rettungsring wahrscheinlich genau beim Hingreifen, wenn der Schwimmer das gerade erwischen will, zing, zieht er den weg und du hast nicht das getan, was du tun solltest, nämlich dem irgendwas ins Wasser werfen zu markieren, sondern du schleppst hinter dir den wertvollen Rettungsring nach. Ja. Das heißt, in 10 Sekunden ist das jetzt nicht sehr realistisch, würde ich sagen, dass der da schnell so hinpaddelt, weil der muss ja einmal fangen und seine Luft schnappen und dann kommt Wasser in die Kleidung und die Stiefel sind da an. Also das ist nicht sehr wahrscheinlich, dass der das schafft, dass er innerhalb von 10 Sekunden, wenn du da weiterfährst und noch keine Manöver machen kannst, weil die Crew noch nicht an Deck ist, dass der das irgendwie erwischt. Und deswegen gesagt, muss man da zwei Sachen unterscheiden. Der Rettungsring, Erste Hilfe, soll die Position markieren, soll dem helfen, dass er über Wasser bleibt. Das zweite System, das angebunden ist am Schiff, ist ein Bergesystem. Das ist das sogenannte Lifesling oder Rescue-Sling-System. Wie das funktioniert, schauen wir uns gleich an. Zum dritten Fall, was ich auch schon gesehen habe, ist Rettungsring, 30 Meter Schwimmleine, nicht angebunden am Schiff. Ist auch spannend, weil ihr schmeißt es dann rein. Und dann schwimmt er irgendwo rund um diesen Rettungsring 30 Meter Schwimmleine herum. Wenn du dann mit dem Motor dann anfängst, herumzusuchen und die Person wieder an Deck bekommen möchtest, dann könnte das in den nächsten Supercar resultieren, nämlich so, dass du irgendwann einmal rüberfährst über diese Schwimmleine, die sich dann in den Propeller wickelt. Ja, und dann wird es richtig schwierig, ja, weil dann hast du keinen Motor mehr, musst mit Segeln irgendwie die Person suchen. Also das wird alles immer schlimmer. Ja. Und deswegen gesagt, schaut bitte drauf, wie das tatsächlich bei eurem Schiff oder eurem Charterschiff, das ihr im Sommer vielleicht oder im Frühjahr übernehmt, hoffentlich schon, wie das tatsächlich funktioniert. Weil was da verwechselt wird, ist eben ein Erste-Hilfe-System mit einem Bergesystem. So, wie schaut das System jetzt aus? Ihr kennt es alle, das sind so Boxen, die hinten am Heck des Schiffs montiert sind. Ihr habt das sogar mitgenommen. Das. Ja, so schaut das aus. Das ist eine kleine Box, die hängt hinten an der Reling dran. Und was ist da drinnen? Raus in die Obertüte. Ein Rettungskragen. Ja, das ist relativ weich, das ist Schaumstoff. Und dann sieht man eh schon die Leine. Und der Rest der Leine ist hier. Man sieht das ein bisschen in diesem Sack drinnen. Das Ende der Leine kommt auf der Unterseite hier raus und das bitte nicht zu lassen, sondern das gehört am Schiff festgemacht an einem möglichst festen Punkt. Kann eine Klampe sein, kann ein Pedal sein. Ich sage mal, zur Not kann es auch die Reling sein, wenn es nicht anders geht. Ja. Aber das, wie gesagt, gehört fest angebunden. Sonst, wenn der Mensch dranhängt, dann reißt sich das natürlich weg, ja, weil es so viel nicht aushält.
Genau, das ist das Livestream-System, habt ihr sicher schon gesehen, haben viele eigene Schiffe, haben das natürlich drauf. Und wie funktioniert das jetzt? Ich verliere jemanden und mache dann mein erstes Manöver. Das erste Manöver, das wir in unseren Ausbildungen lernen, kennt ihr vielleicht das Quick-Stop-Manöver, oder? Dass man quasi gleich beidreht, dass man möglichst in der Nähe der Person bleibt. Und das ist so ein bisschen ähnlich, ist ein Manöver, das mich sehr in der Nähe der Person aufhält. Aber was ich mache ist, ich mache einfach eine Wende, wobei die Segel auf der Seite bleiben, sprich die Fock ändert nicht die Seite, nur das Großsegel. Das heißt, ich drehe quasi so ein bisschen bei. Und während ich das mache, schmeiße ich hinten nicht nur den Rettungsring raus, sondern auch dieses Live-Sling-System. Und wenn ich dann weiterfahre, vielleicht auch schon den Motor gestartet habe und immer leichter, wickelt sich irgendwann einmal diese Leine immer weiter aus. Ja, es gibt von Plastim auch eine Version mit Rolle zum Beispiel. Und irgendwann einmal habe ich dann ein Segelboot mit 30 Meter Schwimmleine und hinten diesem Rettungskragen, den ich jetzt erst gesagt habe. So, und was wir jetzt machen, ist eine recht einfache Geschichte. Wir müssen nie zur Person hinfahren, sondern fahren jetzt einfach Kreise rund um die Person im Wasser. Ja? Und wenn wir es zum ersten Mal schaffen, fahren wir einen zweiten Kreis oder fahren wir irgendein Eck rein oder ja, verändern unseren Radius ein bisschen, fahren ein bisschen enger, ein bisschen weiter, wie immer. Und irgendwann mal, wenn ich da meine Kreise fahre, dann kommt dieser Rettungskragen bei der Person, die im Wasser ist, da vorbei. Ja? Das ist ähnlich so wie beim Wasserskifahren. Da kennt ihr es auch, das Wasserskiboot, das wird nie zur Person hinfahren, weil es viel zu gefährlich ist, dass das mit dem Propeller irgendwie den Fuß zerhäckselt, sondern der fährt Kreise rundherum, bis der irgendwie bei der Leine vorbeikommt, dann handelt man sich zurück zur Bar und dann hält man es wieder fest und dann geht es wieder hurtig los und dann darf man wieder Wasserskifahren oder Wakeboarden. Ja? Und sehr ähnlich machen es wir da. Ja? Das heißt, wir segeln einfach Kreise rundherum und wenn wir 10 Kreise brauchen, ist völlig egal. Irgendwann schafft man das schon, dass diese Leine bei der Person da vorbeikommt. Die Person nimmt dann die Leine, handelt sich wieder zum Ende, hängt sich diesen Rettungskragen über den Kopf, unter die Schulter. Und dann bitte, fahrt nicht mit dem Boot mit 6 Knoten da nach Lee und schaut, ob die Person im Wasser da irgendwie zum Surfen kommt, sondern bringt das Boot zum Stillstand, ja, stellt es hin, stellt es in den Wind, ihr kennt die Segelbergen und dann habt ihr alle Zeit der Welt und kennt die Person zum Schiff ziehen. Jetzt ist meine Frage, wie viele Personen braucht man denn, um dieses Manöver zu segeln? Also, sind wir zum Rettungsring werfen, das kann ich vom Steuerstand aus machen, oder? Dann da eine Wende fahren, wobei die Fock bleibt, wie sie ist, ja? Und nur das Großsegel die Seite wechselt, kann auch dicht bleiben, ist eigentlich völlig wurscht. Brauche ich auch noch eine Person, oder? Zum Reinwerfen von dem System, von dem Rescue-Sling oder Lifesling-System brauchen wir auch noch eine Person. Dann fahre ich meine Kreise, da brauche ich eigentlich auch nur eine. Vielleicht mit Motor hilft mir das Ganze ein bisschen. Zum Aufstoppen, das kann ich auch alleine machen. Ich kann, wie gesagt, dann vorgehen und die Segel noch runterschmeißen, kann ich auch alleine machen zur Not. Und die Person zum Schiff ziehen, auch da brauche ich noch eine Person. Ja. Und das, was ihr da seht und was ich da jetzt zuerst vorgestellt habe, das ist wohl das effizienteste Bergesystem, das derzeit am Markt ist. Ja. Du kannst das mit minimaler Crew machen, du brauchst nur Kreise fahren und das ist ja der Vorteil, du brauchst nie zur Person hinfahren. Wir haben doch immer den Stress, auch bei der Ausbildung, wenn wir da so diese Manöver-Bordmanöver fahren und da aufschießen müssen und die Boote sind recht breit, haben vielleicht Doppelsteuerstände schon, dann rennst du wie geistesgestört von links nach rechts und schaust, wo ist denn die Person, ist sie links, ist sie rechts, fahren wir mit dem Bug gerade drauf zu und stapfst gerade in die Welle rein. Das heißt, es ist ja auch nicht ganz ungefährlich und man braucht irgendwen, der immer schaut, ja, wo denn die Person ist, sonst wird das Ganze echt gefährlich und ja, ein bisschen mulmig. Ja. Und in dem Fall braucht man dann nie hinfahren, wir fahren einfach nur Kreise. Ja. Es gibt natürlich auch bei diesem System ein Aber, nämlich wenn die Person bewusstlos ist, ja, dann kann sie die nicht festhalten und da schön einhängen in das Livesync-System. Aber dann habe ich sowieso einen Stress, weil dann muss in Wahrheit eine zweite Person ins Wasser und um den wieder an Land zu kriegen oder an Bord zu kriegen. Ja? Also, das ist sicher eins der einfachsten und effizientesten Rettungsmittel oder Bergesysteme, die im Markt sind. Was auch echt attraktiv ist, ist der Preis. Also das System kostet 49,90 €, wer es haben möchte. Also, wir haben es lagert natürlich, wenn wir sehr viele Boote damit ausstatten.
Kann man als Kind einfach mitnehmen für die Türen, wenn man sich nicht ganz sicher ist. Wie gesagt, das ist echt was Sinn macht und was einfach ist. Ja? Keep it simple and stupid ist ja, glaube ich, eins der Themen, die wir da befolgen sollten bei unseren Geschichten. Aber wie gesagt, das ist Leistungssystem und wie gesagt, es ist ein Unterschied, ob ein Rettungsring geworfen wird oder das System, das mit dem Leinen, ohne Leine hoffentlich jetzt ein bisschen auch Intus. Genau. So, jetzt haben wir die Person eingefangen mit dem Lifelink-System. Jetzt kann man es zum Schiff ziehen. Jetzt ist die Frage, wie kriegen wir es denn aus dem Wasser wieder raus, die Person? Ja? Und das ist ja die nächste Challenge. Es ist verlässlich, wenn ich es dann ja, in der Nähe des Bootes habe. Aber wie kriegen wir es wieder zurück rauf? Ja? Und das Einfachste und Leichteste ist wahrscheinlich die Badeplattform. Ja? Wir haben ja mittlerweile wunderschöne so Klappbadeplattformen, da muss man ein bisschen aufpassen, wenn da viel Wind ist und die Welle hoch ist, dann kann die so fest aufstampfen, dass die Scharniere ausreißt. Das heißt, seid mit denen schon ein bisschen vorsichtig. Aber Badeplattformen haben wir in der Regel und wenn es irgendwie möglich ist, dann wäre das die einfachste Möglichkeit, sofern die Person auch vielleicht noch ein bisschen mithelfen kann. Ja? Also das bitte nicht unterschätzen und einmal sagt, na, man muss da was anderes machen. Das ist sicher eine der einfacheren Varianten. Was es noch gibt, sind Rettungsleitern. Das sind so Leitern, die an der Reling hängen, die man dann runterreißt, die dann wirklich so Trittstufen haben, wo man dann wieder raufkommt. Es geht natürlich auch ein Fall oder eine Talle. Das heißt, man kann wirklich eine Person, die unten schwimmt, in einen Fall einhängen und dann über die Winschen dann hochziehen. Es dauert ein bisschen, aber das ist ja ist ein Part of the Game, dass das ein bisschen dauert. Man kann dann Talle in dazwischen hängen, dann ist es vielleicht ein bisschen leichter zum Ziehen. Es gibt auch eigene Bergesegel, wie ihr da am Bild seht. Ich würde mal sagen, so nach dem Motto, so keep it simple and stupid, wie schon gesagt, schaut einfach, dass irgendwas an Bord ist, was möglichst einfach funktioniert und was auch jeder bedienen kann. Ja, es hilft mir nichts, wenn ich ein ganz tolles Bergesegel habe, wo ich dann spezielle Karabiner für irgendwelche Zusatz-Pad-Eyes dann habe, wenn das keiner weiß von meinen Mitseglern und die das einfach nicht bedienen können. Ja? Also, keep it simple and stupid. Ich möchte dir ein paar Beispiele zeigen, die ich gefunden habe oder auch selbst schon geprobt habe. Und das ist was, das zum Beispiel, das hat mir extrem gut getaugt. Das ist eine Person, die ist in so einem Lifelink-System drinnen, hängt hier an einem Pfahl. Und was witzig ist, das Schiff ist so ausgerüstet, dass die Pfahlen hier da am Mast runterkommen. Dann haben wir da eine Winch. Und die Frau hat das Pfahl hier umgelenkt, irgendwie über einen Block nach vorne um die Ankerwinch und zieht da relativ locker und easy mit der Ankerwinch, wenn sie eine Spiel hat, sprich eine Winch oben drauf gesetzt hat, dann kann sie die Person ganz lässig locker mit der Fernbedienung doch wieder an Deck winchen. Also recht viel einfacher geht's nicht, aber es ist sicher so, dass sich die was überlegt haben vorher und das auch so vorbereitet haben, weil so ad hoc kriegst du es jetzt, also werfzeitig wird das nicht so geliefert. Ja? Aber das ist, finde ich, eine ganz coole und schöne Lösung. Wenn es nicht über die Ankerspiel geht, dann kann man es hinten auf die Elektrowinch führen oder auf eine normale Winch und wie gesagt, dann dauert es halt ein bisschen, wenn die Person sehr schwer ist. Dann muss man mit einem kleinen Gang und ja, die 2 Meter schafft man schon irgendwie. Ja, das ist auf jeden Fall irgendwie machbar. Ja, das wäre so ein Bergesegel, wobei das ist schon so ein integriertes System, wo du auf der einen Seite so ein Bergesegel hast, das aber mit einem Segel nichts zu tun hat, sondern normalerweise sind das Netze oder in diesem Fall sogar ein Netz mit einer Stufe in der Mitte, mit einer Leiter in der Mitte. Auch das ist geschickt natürlich und super, weil es ja, viele Möglichkeiten bietet. Wichtig ist, dass man auch weiß, wie man das einhängt da seitlich, weil es nicht ganz trivial ist, wo das dann montiert ist und dass es auch schön gespannt ist und so weiter. Und das Ende von dieser Leiter ist dann an einem Pfahl angehängt, wenn es wirklich als Bergesegel verwendet wird. Und dann winscht man das Ganze hoch. Das ist dann quasi so eine 1 zu 2 Übersetzung. Ja? Wichtig ist, dass man das nicht mit einer Sturmfock zum Beispiel macht oder mit einem Vorsegel macht, mit einem normalen, weil die Personen, die hier drinnen liegen, dann da saufen. Ja, wenn du das hochziehst, dann ist so viel Wasser in dieser Fock drinnen, das nicht abbrennt, dass die Person, die da raufgewurzelt wird, vielleicht bewusstlos ist noch, da wahrscheinlich Haufen Wasser schluckt. Ja? Genau. Ja, vielleicht was man auch total unterschätzt und das man vielleicht im ersten Moment auch gar nicht denkt, ist euer Beiboot. Ihr habt ein Beiboot normalerweise mit, ja, nutzt es. Ja. Vor allem bei schweren Personen ist es oft schwierig, dass die vielleicht die Badeleitung draufkommen. Zum Winchen ist es extrem mühsam.
Aber ich habe vielleicht mein Beiboot, das ich ins Wasser schmeißen kann. Und ich kann mal versuchen, die Person mal ins Beiboot zu kriegen, was ja wesentlich ja, tiefer liegt als mein Freibord vom Schiff. Und dann kann ich mir immer noch überlegen, ob ich mein Beiboot hin zur Badeleiter und dann irgendwie raufkriege oder ja, was auch immer. Da habe ich zumindest Zeit gewonnen und die Person mal aus dem Wasser raus. Und das ist ja eines der wichtigeren Dinge. Das heißt, das Beiboot bitte nicht vergessen. Auch das wäre eine ganz gute Möglichkeit, um eine Person einmal quasi zwischenzulagern. Und bevor es dann wirklich an Bord geht, da mal hoch aus dem Wasser zu kriegen. Ja, da sieht man das, diese Leiter oder dieses Bergesegel in Aktion an einem Fall. Das heißt, man wurzelt die Person dann quasi darauf. Und wie gesagt, dieses Netz, das in der Mitte ist, oder in dem Fall diese Leiter, die wir da haben, die ist wichtig, dass das Wasser abrinnt und damit da eben auch nichts schief geht. Genau. Ja, noch ein interessantes Feature, das mir hilft, die Verbindung zu einer Person im Wasser herzustellen. Und auch das wird oft vergessen. Und finde ich zum Beispiel sehr praktisch, ist auch für das Mini-Transat absolutes Must-Have, ist eine Wurfleine. Ja, Wurfleine ist natürlich super, das nehme ich in die Hand. Da ist, habe ich auf der einen Seite habe ich eine Schlaufe. Dann habe ich den Sack und ich schleudere einfach den Sack weg. Ja, und die Schlaufe halte ich fest in der Hand und kann damit eine Verbindung herstellen von mir zu einer anderen Person. Ich kann natürlich auch Verbindung herstellen zum Steg oder zum anderen Schiff, oder das ist so ein Multifunktionsgerät in Wahrheit. Das hilft mir in verschiedensten Situationen, kann man wiederverwenden, wird nicht kaputt und ist eine echte, simple und einfache Sache, um ja, Verbindungen herzustellen zwischen Schiff-Steg, Schiff-Schiff, Schiff-Person und im Prinzip so ein bisschen eine, ja, Basic-Version von diesem Live-Sling. Ja, also man kann damit jetzt nicht Runden fahren und da Leute dann abschleppen damit, aber zu einer Verbindung reicht es auf alle Mal. Ja, auch das wäre, glaube ich, eine ganz, ganz geschickte Möglichkeit. Und was, glaube ich, ein Schlüssel ist von all diesen Mann-über-Bord-Systemen, die da am Markt sind, ist einfach, dass man eine Verbindung herstellen kann zur Person im Wasser. Ja, wenn das passiert ist, wenn die Person irgendwie sich festkrallen kann an einer Leine oder lasst es uns vielleicht auch ein Fender sein mit einer Schwimmleine, ist ja völlig wurscht. Und wenn die Person, die im Wasser ist, diesen Fender schnappen kann, dann habe ich schon gewonnen. Ja, wenn ich die Verbindung hergestellt habe, dann habe ich als Skipper oder als Crew, die noch verblieben ist an Bord, alle Zeit der Welt, die Segel zu bergen, mir zu überlegen, wie die Person jetzt rausgeht aus dem Wasser. Aber das ist der Schlüssel aller Mann-über-Bord-Situationen, die vielleicht auch schlecht ausgegangen sind, dass die Verbindungen nicht hergestellt werden können. Ja, aus den verschiedensten Gründen, Motor ausgefallen, zu weit weg, falsches System mit Leine gerissen, keine Ahnung. Und deswegen glaube ich, das ist wichtig, dass man einfach ja, überlegt, was Sinn macht und was gut ist. Ja? Aber das wären einmal so die Einstiegsvarianten. Ja, der Markt ist groß und es tut sich sehr viel und das ist sehr schön und ich möchte euch vielleicht noch zwei Systeme zeigen, die ja, Preise gewonnen haben und wirklich cool sind. Was nicht gut funktioniert, kann ich gleich sagen und das vielleicht bevor wir jetzt so diese zwei Highlights oder diese zwei Systeme so anschauen. Was ganz schwierig ist, ist, was man auch oder ich gelernt habe in meiner Ausbildung, dass ich die Person mit einer am Ende des Großbaums montierten Talje nach oben kriege. Vielleicht habt ihr es schon mal probiert. Das ist nämlich auch ganz interessant. Wie schaffe ich es, dass eine Person, diese 2 Meter vom Schiff weg ist, genau im Radius meines Großbaums, ja, und dann muss ich eine Talje runterlassen, wo kein Gewicht dran ist, und dann muss ich dort eine Person einhängen, die dann irgendwie mit meinem Großschutzsystem wieder hochziehen kann. Also ich kann es euch aus Erfahrung sagen, wir haben das natürlich ein paar Mal probiert und wir haben das ja, auch untersucht, ob das sinnvoll ist. Und es ist in den seltensten Fällen irgendwie vernünftig ja, ausgegangen. Ja. Meistens sind wir vorbeigetrieben bei der Person, die Talie war zu kurz, die Person konnte sich in die Talie nicht anhängen, weil es natürlich auch das Boot schwankt und der Baum rauf und runter geht natürlich noch viel mehr als das Schiff selber. Wir haben ja dann vielleicht da keine Segel mehr drauf, aber das ist was, das kennt sich in Wahrheit ja fast abschminken. Ja, also ich will es nicht verteufeln, aber das ist was, da braucht es wirklich ein gutes Gefühl für ein Schiff. Ja? Das ist das eine, was nicht gut funktioniert. Das zweite, was nicht so gut funktioniert,
ist irgendwie ja, aufzuschießen und vor allem bei großen Schiffen die Leute irgendwie so längsseits nach hinten führen mit dem Bootshaken oder herumzustochern. Das finde ich nicht besonders gescheit und nicht sehr schlau, weil erstens kannst du die Person verletzen und zweitens dieses Hinfahren zur Person birgt immer ein gewisses Risiko. Vor allem wenn die Welle hoch ist, das Boot zum Stampfen anfängt, dann habt ihr da echt Stress zum Teil, dass das irgendwie hinkriegt. Ja. Was auch nicht geht, und das ist mein letztes Beispiel, es gibt Systeme im Markt, die empfehlen euch, so einen Galgen aufzuhängen. Also einen sprichwörtlichen Galgen, schon einfach so wie diese Dingy-Lifte, ja, wo man quasi eine Stange hat, die dann so einen Auskragung und dann ist dort eine Taille vorhanden. Haben wir auch probiert, funktioniert ein bisschen besser als das mit dem Baum, weil es einfach die Wege kürzer sind, der Baum nicht, oder dieser Galgen jetzt weit nach außen steht. Aber selbst das war super schwierig, die Person mit sowas hochzukriegen. Man muss das an der Railing gescheit montieren, muss das verschrauben in Wahrheit, am Heckkorb zum Beispiel. Stört dann auch beim Segeln, wenn es permanent dort ist. Also das ist auch was, wo ich sage, das entspricht nicht diesem wunderschönen Sprichwort Keep it simple and stupid. Und ja, hat auch nicht immer funktioniert. Ja, was wir da sehen, ist ein Netz, das entwickelt worden ist in den letzten, glaube 5 Jahren, hat sich der Hermann Zieser ganz viel Gedanken drum gemacht, wie man Personen, die vielleicht erschöpft sind oder vielleicht sogar bewusstlos sind, wie man die am besten raufkriegt und bergen kann, ja, ohne dass jetzt jemand ins Wasser muss. Und er hat da das sogenannte Popnet entwickelt, war jetzt auch in einem Yacht-Test drinnen. Das ist eine gelbe runde Verpackung, ist relativ dünn, kann man an der Reling festmachen, hat dann einen Karabiner zum Festmachen und so weiter. Und auf der Rückseite eine ganz coole Anleitung, man macht dann einen Zipper auf und hat dann wie so, kennst vielleicht diese Wurfzelte, hat man da aus Fiberglasstangen so Bögen drinnen und einen Haufen Netz und wenn man das dann aufmacht, dann hat man dieses entfaltete Popnet. Ja, das passt da wirklich, man glaube es kann in diese, sagen wir, 80 cm Durchmesser große Verpackung, das heißt, das ist ein bisschen höher als die Reling. Also es ist nicht ganz unauffällig, wenn es dort hängt, aber das ist, glaube ich, wert. Ja, und das ist dann so konzipiert, dass du eigentlich nur eine Leine hast, die für dich wichtig ist, und das ist diese gelbe Leine, die nach oben geht. Ja, und das ist diese Rückholleine. Und das Witzige ist, man nimmt das Teil und schmeißt es quasi über die Person, die da im Wasser ist, bitte nicht rausschmeißen, aber das stülpt sich über die Person, die im Wasser ist, sinkt dann ab und mit dieser Leine, die da dann oben Richtung Reling geht, schwimmt es dann unter die Person, die im Wasser ist. Und wenn ich jetzt an dieser gelben Leine anziehe, dann klappt sich dieses Netz zusammen, ja, macht richtig zu, man kann dann nicht mehr rausfallen und die Person ist dann wie in so einem Kescher gefangen und kann dann über das Fall dann geborgen werden. Ja, als Zwischenparkmöglichkeit hat man da eben so einen Doppelkarabiner, das heißt, die hängen sie mir jetzt erst in die Reling ein, dann ist die Person gesichert und dann bereitet das alles vor mit dem Fall und dann ziehe ich die Person seitlich an Bord. Ja, sogenannte Popnet, gibt es ein tolles Video dazu, schaut sich das an. Ist eine schöne Möglichkeit, um ja, Personen möglichst waagrecht aus dem Wasser zu kriegen. Ja. Ja, das zweite System, das auch interessant ist, das relativ neu am Markt ist, gibt es auch schon einige Jahre, nennt sich Catch and Lift. Und zwar haben sich da deutsche Erfinder damit beschäftigt, oder die Frage gestellt, wie ist es denn möglich, dass man Personen leichter vom Wasser wieder rauskriegt? Ja, vor allem schwere Personen sind da nicht gemeint. Leichte können eh vielleicht klettern, aber schwere Personen tun sich oft wirklich schwer mit dem Gewand und mit der Erschöpfung, die sie haben, über Badeleitern hochzuklettern oder vielleicht ist das Leistungssystem quetscht dann zu viel ein, weil das Gewicht so ist. Wie kann man das machen, damit es automatischer geht, ja, damit es leichter geht, vor allem wenn ja, eine schwere Person reinfällt, eine sehr leichte oder vielleicht sogar nur ein Kind dann an Bord ist. Wie schaffen die das, da eine Person wieder rauszukriegen? Und das Catch and Lift System ist in so einer wunderschönen Box drinnen. Und in dieser Box, wenn man die aufmacht, sind mehrere so Papiertüten. Ja, da steht wunderschön beschriftet, auch 1, 2, 3. Auch eine schöne Anleitung ist dabei, wie das dann abläuft. Und das System funktioniert eigentlich ganz simpel und easy. Auf der einen Seite schmeißt man diesen, so einen, eine Rettungsschlinge ins Wasser.
Ja. Wieder mit dieser 30 Meter Leine, das wickelt sich ab, ich zieh das hinter dem Boot her und irgendwann kommt die Person an diesem Rettungskragen da vorbei, gibt sich den über die Schulter, hängt sich da ein und dann ist wichtig, dass man zweitens einen Karabiner hier an der Wand einhängt, ja, das als Umlenkung dient. Und der dritte Schritt ist, dass man den dritten Beutel rausnimmt. Und den dritten Beutel schmeißt man ins Wasser, der löst sich auf und es entfaltet sich ein kleiner Dreibanker, Bremsfallschirm. Und es reicht die Drift des Bootes, dass wenn sich diese Dreibanker gefüllt hat, dass er die Person dann immer näher zum Boot zieht, ja, und dann irgendwann einmal, sind wir eh schon im Bereich des Freiboards. Und der Dreibanker zieht natürlich weiter und zieht und zieht und zieht, hat richtig viel Widerstand. Je schneller das Boot fährt, desto schneller geht es natürlich. Aber wie gesagt, das reicht treibender Yacht mit dem Wind. Und dann wird die Person automatisch hochgezogen, nämlich bis zu diesem Umlenkblock, der da an der Wand festgemacht ist. Theoretisch geht das System auch, wenn man es am Ende vom Großbaum einhängt. Auch das ist möglich, die Option gibt es. Und ja, wie gesagt, funktioniert ganz gut. Preislich ist es relativ teuer. Ich weiß jetzt gar nicht den genauen Preis, aber ich glaube, es sind 600 € ungefähr, was das Teil kostet. Es gibt dann noch Ersatzpapiertüten für diesen Dreibanker und so weiter, dass man es wieder verwenden kann. Und was wichtig ist, ist, dass man die richtige Klemme hier an die Wand festmacht, wo dann dieser Block eingehängt wird. Und da ist halt die Frage, wenn man chartert, ist es schwierig, weil ich brauche dann quasi für jeden Wanddurchmesser bräuchte ich dann eine eigene Seilklemme, die dann meinen Umlenkblock hier hält. Ja. Also ist nicht ganz trivial. Was auch ein Thema ist, ist, man kann das Ganze nur, so wie man es da jetzt auf diesem Bild sieht, nur rechts rumfahren, das Manöver. Man kann nicht links rumfahren, weil sonst würde der Dreibanker bzw. die Leine, die da zuerst im Wasser hängt und zur Person soll, natürlich überfahren werden, weil es ist ja hier dann schon festgemacht. Ja. Also es gibt ein paar Wenns und Abers. Man muss es auf jeden Fall üben, dieses Catch-and-Lift-System. Wie gesagt, wieder so nach dem Motto, keep it simple and stupid. Also wenn ich schaffe, eine Person hoch zu winchen, ist vielleicht das Lifeline-System ein bisschen einfacher, weil es auch hinten angemacht ist, also die kann nichts drüber fahren. Aber im Prinzip eine super Idee, wie man ohne viel Kraftaufwand diese Person wieder da aus dem Wasser kriegt. Ja. Genau, das ist eine der interessantesten oder die zwei interessantesten Neuentwicklungen auf dem Markt der Manöverbordsysteme. Habt ihr mal soweit Fragen? Der Chat ist total ruhig und ich hoffe, dass ich euch dann nicht einfach jetzt da in Grund und Boden rede. Also, ich hoffe, dass noch keiner ausgestiegen ist, aber es schaut nicht danach aus. Wie gesagt, ihr könnt gerne euch jederzeit per Chat melden und eure Fragen stellen. Und ja, wie gesagt, zusammenfassend, also es gibt, wichtig ist, die Verbindung zur Person herzustellen, ohne dass man direkt drauf zufährt. Wie gesagt, am einfachsten eine Wurfleine natürlich, dann Lifeline-System, dann Catch and Lift, wenn man investiert in das System. Und wie gesagt, zum Bergen selber, waagrecht bergen ist mit diesem Popnet natürlich super möglich. Und ja, vielleicht noch eine Anekdote aus England. Wir haben dort mal trainiert mit den Jungs von der Coast Guard. Und da war natürlich eine meiner Fragen, nachdem wir relativ viele von diesen Sicherheitstrainings machen und dann ja, das Thema Unterkühlung auch kommt, wie die damit umgehen, wenn sie Personen bei kaltem Wasser bergen. Und wir lernen ja sehr oft in der Ausbildung auch, dass man die Personen extrem waagrecht bergen sollen. Dass wir schauen müssen, dass wir mit dem Bergetod und so weiter, ihr kennt die Geschichten. Die Hubschrauberpiloten haben gesagt, das ist alles Humbug, sie jumpen runter ins Wasser, schwimmen zur Person, hängen die einen ab in den Helikopter und falls der kollabiert bei der Bergung, dann wird dem Helikopter sofort reanimiert und dann ab ins Krankenhaus und so weiter. Weil er sagt, es ist extrem schwierig, oder weil sie gesagt haben, es ist extrem schwierig, dass du die Person wirklich waagrecht rauskriegst und mit der Bahre und so weiter. Also da ist jedes Popnet wahrscheinlich noch das Geschickteste, das Personen waagrecht bergen kann. Aber sonst ist es für uns eigentlich fast unmöglich, an Bord einer Yacht Personen wieder waagrecht rauszukriegen. Selbst
diese Netze, ich muss die Person nicht hinkriegen. Eine bewusstlose Person ist eh schon abgesunken. Ja, und wie gesagt, sie sagen, raus aus dem Wasser, schauen, dass die Person nicht weiter auskühlt. Und dann eben, wenn es wirklich kollabieren sollte, dann mit Herzdruckmassage reanimieren. Und das geht in sehr vielen Fällen gut, vor allem wenn die Person dann wirklich schon ausgekühlt ist und das Wasser sehr kalt ist. Also je kälter das Wasser, desto besser ist es eigentlich. Genau. So, Lifelink-System, liebe Bettina, kostet 49,90 bei uns. Also ein Zehntel ungefähr vom Catch-and-Lift-System und Popnet, bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich glaube, kostet 2,99. Schaue ich gerne noch. Dann müsst ihr jetzt mir einfach noch ganz kurz ein E-Mail schicken, dann schicke ich euch die aktuellen Preise für die Systeme. Aber wie gesagt, 49,90 für Lifelink-System. Wurfleine kostet 39, je nach Ausführung, aber gesagt, das wären so ungefähr die Größenordnungen. Genau. So, ich möchte euch aber noch zum Abschluss, weil es auch irgendwie zum Thema Man überbord gehört, was zeigen, was vielleicht nicht uninteressant ist, wo es zwar ein eigenes Video schon gibt dazu. Also wer Lust hat, schaut euch das im YouTube-Video Notsender an, aber ich glaube, es passt ganz gut zum Thema. Und zwar, da geht es jetzt um die Geschichte Search and Rescue Transponder. Man überbord ist ja die eine Sache, Wiederfinden ist die andere Sache und es gibt da recht coole Tools, die mir helfen, Personen wieder rasch an Bord zu kriegen. Und da ist irgendeine Art von SARTS, von einem Search and Rescue Transponder, natürlich eine wirklich coole Sache, weil es einfach die Suche dann wesentlich erleichtert. Porsche Freak fragt, welches System würdest du empfehlen, wenn man zu zweit ist? Lifesling, ganz eindeutig. Punkt. Ja, effizient, sehr einfach zu bedienen und gesagt, mit sehr kleinen Crews auch machbar. Ich brauche nichts vorbereiten, ich muss einfach nur Kreisel fahren, nachdem ich es da ins Wasser geworfen habe. Genau. So. Ja, und bei SARTS gibt es verschiedene Systeme und gesagt, eh nur ganz kurz angerissen. Auf der einen Seite gibt es die PLBs, diese Personal Locator Beacons, die den großen Vorteil haben, dass sie eine riesen Rettungsaktion auslösen, nämlich über Satellit, aber von Bord aus nicht gefunden werden. Ja, das ist ein bisschen ein Problem, weil wir nichts an Bord haben, dass diese Frequenz von 121,5 MHz, diese Homing-Frequenz, orten kann. Oder es gibt schon Systeme, aber die kosten dann 800 Euro und hat eigentlich niemand, außer Volvo Ocean Racer vielleicht noch. Aber die würden meine Position, die ich als Mann über Bord oder Person über Bord dann habe, an Satelliten und Rescue Centers weitergeben. Und das zweite System, das interessant ist, sind die sogenannten AIS-Notsender. Und die AIS-Notsender haben den Vorteil, dass sie jetzt zwar keine riesen Rettungsaktion auslösen, aber auf einer Frequenz senden, die ich mit meiner Schiffselektronik empfangen kann, mit meinem Funkgerät. Die senden auf Kanal 70 auf AIS-Frequenz. Und jedes Schiff im Umkreis dieses MOB-Senders, dieses AIS-Notsenders, empfängt ein Notsignal, das auch dann auf Kartenplottern dargestellt werden kann oder am Funkgerät, wenn es entsprechend ausgestattet ist, auch Alarm schlagen kann. Das heißt, du kannst zum Beispiel dieses hier, kann ich noch kurz zeigen, diesen Notsender, das ist meiner vom Mini Transat, ja, den habe ich eingepackt in meine Schwimmweste. Und wenn ihr den auslöst, dann funkt da ein Notsignal und einen Funkspruch, einen dezidierten Funkspruch, einen DSC-Call an eine einprogrammierte Adresse oder MSI-Nummer. Ja, da gibt es einen Lichtsensor drinnen und den kann man programmieren. Wenn du charterst zum Beispiel, kannst du ihn für jeden Turn dann anders programmieren, dass eben, wenn du ins Wasser fährst, das Funkgerät deines Schiffs anfunkt einmal als erstes und dann dort mal Alarm schlägt und dann geht es ja schon los mit den AIS-Daten. Man sieht schon, die sind schon so klein, dass man auch in die Rettungswesten einbauen kann. Das heißt, das wäre ein super Feature, um Personen eben schneller zu finden, sollte es zu Man-über-Bord-Situationen kommen oder Person-über-Bord-Situationen kommen. Ja, und da gibt es eine ganze Menge Alternativen. Ich sage, die möchte ich nicht alle durchgehen, aber es gibt natürlich auch so, sagen wir mal, jetzt nicht abwertend gemeint, aber so Hobbysysteme wie diese Crewbands zum Beispiel. Das sind Geschichten, die über Bluetooth laufen, das heißt, die aber App auf einem Telefon montiert.
oder installiert, und wenn ich ins Wasser falle und die Bluetooth-Verbindung reißt ab zu diesen Systemen, dann schlägt das Telefon Alarm, fängt an zum Piepsen, schaltet den Monitor um, sagt okay, Mann über Bord, und die Distanz, wo die Verbindung abgerissen ist, mit der Zeit dazu und so weiter, also GPS-Positionen, und geht dann so weit, dass die Hersteller zum Teil dann dich auch weiterleiten zu vorprogrammierten Funksprüchen, und die Funksprüche dann schon vorgeschrieben sind mit deinen Schiffsdaten und so weiter. Das heißt, du kannst wirklich ablesen, was natürlich den Stress definitiv verringert in so einer Situation. Und wie gesagt, laufen auf Bluetooth. Ja. Deswegen eine Hobbylösung. Ich muss halt immer schauen, dass das aufgeladen ist. In dem Fall ist es cool. Die Österreicher haben das gemacht in einer Solarzelle. Also das ist schon eine ganz lässige Geschichte. Das ist ja deutlich günstiger als diese Notsender, diese offiziellen. Und hilft mir vor allem, wenn du mit Crew unterwegs bist, ja, einfach Leute wiederzufinden oder die Position wiederzufinden, wo das passiert ist. Ja? Und da gibt es ja auch eine ganze Menge davon, von diesen Systemen. Nur gesagt, der kleine Überblick, gesagt, Raymarine gibt es nicht mehr, aber es gibt OLAS, es gibt Crew Watcher, es gibt eben die Armbänder hier von den österreichischen Jungs. Also das ist alles so eine Alternative zu diesen offiziellen Notsendern. Genau. Und das hilft einfach, die Personen schneller zu finden, um dann diese Man-über-Bord-Situationen auch, ja, zu meistern. So, genug gequatscht. Ich war jetzt echt durch die ganze Stunde, habt ihr jetzt da meinen Vortrag angehört. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr habt ein bisschen was gehört. Gesagt, das, was ich euch erzählt habe, ist natürlich kein Garant für Vollständigkeit. Es gibt vielleicht noch andere Systeme, die bei uns noch nicht angekommen sind oder nicht sehr verbreitet sind am Markt. Also was mir da noch einfällt, sind diese ferngesteuerten Rettungsringe, die sie ja, an der Reling relativ groß machen. Das sind relativ ja, fette Teile. Haben gleich 12 Kilo, passt die Fernsteuerung dazu, das dann zu steuern im Sturm alleine, wo du das Boot im Griff haben musst. Ja, ich habe es weggelassen, weil es, glaube ich, einfach wenig Sinn macht jetzt für Yacht ist, was vielleicht bei Rettungsdiensten sinnvoller ist. Die rausfahren, die können mit dem Teil wirklich zu einer Person hinfahren. Du als Segler bist eh beschäftigt mit deinen Segeln und Motor und hin und her fahren und Person nicht aus den Augen verlieren, dass du da, glaube ich, ein bisschen ja, überfordert wärst. Deswegen gesagt, haben wir heute mal die einfachen Systeme kennengelernt, die aber sehr, sehr gut funktionieren und effizient sind, wenn man es übt. Und das ist so, glaube ich, eines der wichtigen Merksätze, die euch heute mitnehmen könnt. Ja, in diesem Sinne hat die Bettina gleich noch eine Frage: Wie teuer ist ein AIS-Notsender? Also bei uns kosten sie aktuell, wenn man jetzt so die Messe Tulln ist ja ausgefallen, deswegen sagen wir, okay, wir machen Messepreise trotzdem natürlich. Also bei uns kosten sie 299 Euro minus 10%, das heißt 269 Euro für das System von Ocean Signal, heißt Mob 1. Und das ist das eines der kompaktesten und auch geschicktesten am Markt, weil sie so ein bisschen so automatische Auslösung simulieren können. Also nicht simulieren, aber sie haben so ein Workaround, wo sie automatisch auslösen, was sie eigentlich ja nicht dürften. Aber es funktioniert mit Rettungswesten perfekt. Jo, liebe Nina, das Sicherheitstraining, das ist eine gute Frage. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Also ich habe bis jetzt noch keine Absage gekriegt, bin aber ja ein bisschen skeptisch, dass es tatsächlich funktioniert. Ich werde euch auf jeden Fall in den nächsten, sagen wir Montag spätestens, eine Entscheidung treffen, wie wir da weitermachen. Ja, es ist, ihr habt gehört, heute gibt es irgendwie, oder in der Zeitung ist gestanden, neue Infektionen in einer Skilehrergruppe, 152 Personen, also wie das funktioniert aktuell, weiß ich nicht, wenn wir uns nicht treffen dürfen zu 10 oder 15 bei einem Sicherheitstraining, aber wurscht, wie auch immer. Montag gibt es die Info, Dienstag spätestens, ob wir es machen können oder ob es verschoben wird nochmal. Aber ich sage, ja, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wir machen es auf jeden Fall und es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles und spannendes Training, wo du ein bisschen mehr über diese ganzen Teile, die wir da heute gesehen haben, noch lernen wirst, liebe Nina. Jo, habt ihr noch Fragen? Dankeschön, Edgar, für das liebe Feedback. Wie gesagt, Aufzeichnung wird dann auf YouTube bereitstehen für euch. Ihr kennt es jederzeit auch nachhören. Sonst geht's in einer halben Stunde weiter. Wer Lust und Zeit hat, wir machen heute noch Taktik, Regatta-Taktik. Da werden wir uns wieder so eineinhalb Stunden ungefähr ein bisschen
beschäftigen mit dem Thema, ja, Starten, was man aufpassen beim Starten, wie läuft seine Wettfahrt taktisch ab, wo kann man gewinnen, wo kann man verlieren. Und gesagt, ab 20 wird dann, vielleicht sehe ich den einen oder anderen von euch. Ja, dann liebe Grüße nach Deutschland, in die Schweiz, habe ich gerade gesehen. Miami ist jemand dabei, also wirklich cool heute wieder. Und hoffe, dass ihr nie in so eine Maneuverbordsituation oder Personalbordsituation, ich muss das gendern lernen, sorry. Kommt und bleibt gesund und passt auf euch auf. Alles Gute. Ciao, ciao.